Dann blablabla 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 blablabla. Und damit auch herzlich willkommen zurück zu City Skylines in der letzten Folge. Aber das habe ich ja gerade alles erzählt. Habt ihr gesehen hier die ganzen Bürogebiete und was war das gerade? Attraktivste Stadt haben wir schon wieder gewonnen. Ich glaube, das ist mittlerweile schon das dritte Mal in Folge, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Das verstehe ich natürlich nicht, warum so eine komische Stadt denn einen Preis verdienen würde. Wir verlieren Einwohner. Wir verlieren Einwohner. Was ist jetzt los? Hier sind überall leere Gebäude. Sind wahrscheinlich alles Wohn- und Gewerbegebiete. Das Einzige, ich würde halt gerne. Wir brauchen wesentlich mehr Büros, das gibt's doch nicht. Weil hier dieser zugeteilte Bereich, der fängt jetzt auch schon an. Hier drüben, das müsste auch noch Büro sein, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Aber hier entsteht und entsteht und entsteht alles Mögliche. Wir sollten dann eigentlich auch noch ein paar Parks hinbauen. Und das mache ich später. Zuerst mal. Ich könnte. Also, wenn ich hier und da. Oder so irgendwie hier, da, dort, hier, da irgendwie Staudämme bauen möchte, was ich ja mache, dann kann ich hier die Straße eigentlich so rüber bauen. Die Autobahn. Wäre das eine Idee? Ich weiß es nicht. Bis dahin dauert es eh noch ein Weilchen. Hier drüben brennt es. Wie schaut es eigentlich aus mit der Feuerwehr? Sollten wir eigentlich fast noch. Das ist keine Feuerwehr. Das ist eine Feuerwehr. Sollten wir eigentlich fast noch eine große bauen? Nämlich ein Feuerwehrhaus. Bauen wir das. Wow. Also wow. Diese Reichweite, die ist ja unglaublich, nicht? Bauen hier dann noch eine kleine Feuerstation. So. Und hier drüben auch noch eine. Hier irgendwo vielleicht. Warum ist denn die Reichweite von den ganzen Zeugs jetzt so klein? Das ist seltsam. Wir brauchen 65, oder? 65.000. Wir stecken bei 55.000 fest. Das ist die Frage, was machen wir jetzt noch außer Vorspulen? Weil Vorspulen ist jetzt auch nicht so interessant. Wir könnten uns natürlich eine Fahrt anschauen. Beziehungsweise zuerst schauen wir uns mal den Verkehr an. Wow. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Ich habe da jetzt das Ding hingebaut und wow. Wow. Hier drüben hat sich der Verkehr ein bisschen beruhigt aus irgendeinem Grund. Hier drüben passt es eigentlich auch. Und ansonsten, hier drüben haben wir ja noch keinen großen Verkehr. Darum passt eigentlich schon alles. Schaut ganz gut aus, muss ich sagen. Ich finde es auch immer toll, wie die Schiffe so da vorbeigleiten. Da. Gleit, gleit, gleit. Ich frage mich eh, wie diese großen Schiffe, diese Containerschiffe von 50 Millionen, wie viele Tonnen auch immer die haben. Was ist denn der Standard 40.000? 40.000 Tonnen ist die Panamax-Klasse, oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Menge.
wie die das schaffen, einzuparken. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber bei den meisten Frachthäfen, also es gibt immer solche Frachthäfen, wo man so seitlich rangehen muss, aber es gibt ja auch welche, wo man quasi rückwärts einparken muss. Und bei, natürlich gibt es da Hilfen wie Schlepper und ähnliches, aber trotzdem, das ist ja eine Millimeterarbeit, besonders für den Kapitän jetzt auch. Weil das Schiff hat sowieso einen großen Wendekreis und wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht, dann ist es dann auch schon zu spät. Weil dasselbe ist ja auch wie, wenn irgendjemand von Bord fällt und der Kapitän eine Vollbremsung reinhaut, dann braucht er ja viele, 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 sehr viele Kilometer, um überhaupt anzuhalten. Ich glaube, das ist so die Strecke von München nach Stuttgart. Gerade, wenn ich mich nicht ganz irre, wenn so ein ganz großes Containerschiff mal eine Vollbremsung reinlegt, dann kommt es erst nach so vielen Kilometern zum Stoppen. Ich weiß es nicht, ich möchte auch nichts Falsches sagen. Da müsst ihr einfach mal die Welt der Wunder lesen. Ich weiß gar nicht, die letzte, also die vom Juli. Vom Juli. Vom Juli, jetzt Juli. Ach, ich erzähle mal wieder Bullshit. Das ist sehr schön. Also es entstehen wieder Wohngebiete. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Hier entstehen Wohngebiete. Hier entstehen immer noch weitere Bürogebiete. Das ist alles sehr schön. Wir verlieren wieder Einwohner. Aber das sollte sich bald wieder beruhigen. Wie riecht denn ein Hashtag toter Mensch? Nein, Hashtag komischer, Hashtag Gestank, Hashtag toter, Hashtag Mensch. Das mit den ganzen Hashtags, das nervt sowieso bloß. Besonders schlimm ist es, wenn die ganzen großen Firmen anfangen mit Hashtags. Das hat mich schon bei der Deutschen Bahn genervt. Versucht man da irgendwie eine Pressemeldung zu lesen auf dem Handy und dann überall Hashtags, alles blau und ekelhaft. Das ist schon schlimm. Besonders wenn man so oldschool unterwegs ist wie ich. Also ich habe schon ein Smartphone, aber oldschool mit keine Hashtags-Nutzung und kein Twitter und sowas. Und Facebook ist ja auch so eine Sache. Ich verstehe auch nicht, wie so viele Leute auf Facebook alles Mögliche posten können. Hier drüben ist Großbrand. Mit Feuerwehr oder ohne? Ohne, natürlich ohne. Wo sind denn die ganzen Wegen? Ach, die kommen jetzt. Da ist doch das Feuerwehrgebäude da irgendwo. Ich hab's doch gesehen. Da ist das Feuerwehrgebäude. Warum brauchen die so lang, um hier hinzukommen? Vielleicht, weil die umdrehen müssen. Und das habe ich natürlich gar nicht gedacht. Daran habe ich natürlich gar nicht gedacht, dass die auch umdrehen müssen. Bei langen Straßen ist das natürlich blöd. Tito, 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 Tito. Da ist der Brand doch relativ nah. Aber hier brennt überall, irgendwo, irgendwas. Was machen die denn bitte in der 55.000er Metropole, wie es hier so schön heißt. Da ist sogar mein kleines Dörflein. Okay, mein Dörflein ist nicht so groß. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei 55.000 Einwohnern jede Sekunde irgendwo irgendwas abbrennt. Also entweder ist die Stadt voll am Arsch oder irgendwas ist am Arsch. Und entschuldigt bitte für die Ausdrücke. Hier wird Stau entstehen, das sehe ich jetzt schon. Was ist das? Die Abendrot-Residenz. Ja, ich würde gern irgendwas machen, aber ich warte darauf, dass neue Einwohner anziehen. Anziehen, besonders einziehen. Aber mehr als warten kann man hier ja auch nicht machen. Habe ich eigentlich Kredite zurückgezahlt? Das da könnte ich zurückzahlen. Darum mache ich das jetzt auch mal. Geld haben wir ja mittlerweile 1,8 Millionen.
Ausgaben. Schauen wir uns mal das Ganze an. Also das sind Einnahmen. Wir verdienen durch öffentliche Transportmittel ungefähr 4,5k. Büro ist wenig. Industrie ist mit 11.000 auch nicht zu viel. Am meisten verdienen wir wirklich durch die Mieten. Obwohl für das ganze große Gebiet hier oben wir etwas mehr verdienen als für das Gebiet hier unten. Das heißt, die hier unten sind wesentlich zufriedener als die hier oben. Woran mag es wohl liegen? Ansonsten die Ausgaben. Wir geben sehr viel für Geld. Für Geld. Wir geben viel Geld für Geld aus. Nee. Also, das Straßen viel kosten, das ist klar. Für Müll geben wir sehr viel aus. Genauso wie für Gesundheitswesen und Feuerwehr. Und für öffentliche Transportmittel geben wir 20.000 aus, um dann wieder 2.000 zu verdienen. Das ist jetzt nicht so das gute einen Auspreisverleih. Hä? Was für ein Bullshit sag ich da? Das ist kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wir sind ja lieb und verschaffen denen quasi aus ihren eigenen Steuergeldern ein schnelles Transportsystem. Das Budget, das passe ich jetzt mal nicht an, weil das sonst eine Kleinarbeit ist. Und hier passt eigentlich auch alles Mögliche. Wir brauchen neue Bürogebiete. Wohngebietsmäßig passt eigentlich gerade alles ganz gut. Außer dass wir immer noch nicht wieder bei den 55.000 angelangt sind. Ansonsten gibt es halt gerade nicht viel zu machen. Wir könnten irgendwas schön ausschmücken oder ähnliches. Aber damit würde ich gerne noch warten, bis wir hier alles kaufen können. Würde ich halt gern hier das oben da bauen. Aber dafür bräuchten wir halt mehr Einwohner. Und solange das hier nicht fertig gebaut ist, nützt es auch recht wenig, hier weiter zu bauen. Die Frage ist dann eh, wie wir weiterbauen. Hier sterben wieder welche, das ist blöd. So, jetzt wieder bei 55.000. So, wir werden hier einfach weiter nach oben bauen. Theoretisch könnten wir auch hier nach unten bauen. Ich glaube, das könnte ich mir sogar vorstellen. Oder wir bauen halt hier das da voll. Aber dafür bräuchten wir halt wieder dieses Gebiet. Ja, wir müssen wohl oder übel hier weiterbauen. Weil sonst reicht das mit den Gebieten, nicht oder recht wenig. Ich weiß auch nicht, wie wir das. Also hier kann ich mir schön vorstellen, wie wir das bauen. Also hier dieses Stück hier. Das einzige, wie soll ich das hier oben bauen? Ich werde hier mal ein paar Gleise verlegen. Ein paar Gleise verlegen. Oder soll ich da erstmal Straßen hinbauen? Ich glaube, Straßen wäre Sinn, oder nee. Erstmal Linien, Züge. Wir werden da einfach außenrum was bauen, oder? Ja, doch, einfach außenrum was bauen. Müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Hier direkt Telefon. Das heißt, ich bin gleich wieder zurück.
Und da bin ich wieder. Ich liebe es zu schneiden. Das Schöne ist, ich erkenne das auf der Audiospur immer sehr, sehr schön, weil da einfach eine durchgehende Linie ist, was normalerweise ja nicht der Fall ist oder nicht der Fall sein sollte, besonders da ich über Hintergrundgeräusche habe, wie zum Beispiel, was ist das? Ist das ein Laster oder ist das der Wind? Das könnte auch im Spiel sein, Moment. Nein, das ist ein Laster. Wahrscheinlich hört man das in der Aufnahme gar nicht. Aber mich nervt das gerade. Kennt ihr das, wenn so ein Laster, zum Beispiel so ein Gaslaster, wenn der im Leerlauf ist und immer dieses oder so ein Traktor, Traktor. Traktoren sind auch immer ganz schlimm, wenn sie gerade direkt vor deiner Haustür sind. Obwohl die Fenster gut isolieren, ist es halt blöd, wenn die Fenster auf sind. Weil dann isolieren die normalerweise recht blöd. Nämlich gar nicht. Und hier werde ich jetzt einfach mal die paar Gebäude abreißen. Aber habe ich jetzt wenig Lust. Hier drüben brennt auch wieder alles Mögliche. Wie schaut es denn hier aus mit der Feuerwahrscheinlichkeit? 21%. 21% ist viel. Darum bauen wir hier wieder eine Fire Station hier irgendwo hin. Baue ich das doch hier hin. Da haben wir ja Platz. So. Wir bekommen einfach keine neuen Leute rein. Das Bürogebiet hier ist auch wieder schon voll ausgebaut. Haben wir bloß noch dieses kleine Stückchen hier und ansonsten Gewerbegebiet, Wohngebiete. Das ist gerade alles mehr schlecht als recht. Und eigentlich wollte ich hier ja Züge bauen, beziehungsweise Gleise bauen. Bin nicht dazu gekommen, weil es geklingelt hat. So. Kommen wir hier irgendwie um die Kurve, ohne dass es blöd ausschaut. Versuchen wir es mal mit einem. Was bitte war das jetzt wieder für ein Geräusch? Ich glaube, ich bin langsam paranoid geworden. Komm schon. Ich kann heute wirklich nicht reden. Das ist ja ganz, ganz schlimm. So, hier kann ich bauen. Hier ist alles super. Hab dann hier eine Kurve drin. Das ist schön. Hier einmal außen herum gebaut. Direkt an der. Jetzt hör auf, dich mit der Autobahn zu verbinden. So. Eigentlich könnten wir hier. Ja, eigentlich sollten wir dann hier auch in den Tunnel reingehen. Gefälle zu steil. Ja, hör mir auf damit. So, bis dahin und danach wieder rauf. So. Da sollten wir eigentlich auch unten bleiben, wenn ich es mir recht überlege. Obwohl, nee. Gehen wir da außen rum. Gehen wir da außen rum. Jetzt hör auf, dich zu verbinden. So. Darüber. Hier rein. Hier rum. Komm, hör auf. Hör auf. Hör. So. Jetzt haben wir da wieder so eine komische Kurve drin. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich möchte von hier bitte dahin gehen. Dankeschön. So, das passt jetzt. Dann haben wir die Strecke hier schon mal fertig. Benötigen bloß noch. Das könnte ich eigentlich auch noch durch zwei teilen hier. Ich glaube, das mache ich dann jetzt auch. Also zuerst mal eine Straße hier rüber. Nicht eine Straße, Gleise. So, dann werde ich hier dann das Gebiet kaufen und hier außen rumbauen. Wie schaut es hier aus? Wir brauchen wieder mehr Büros.
Wir brauchen wieder mehr Büros. Das gibt's doch nicht. Wie schaut's hier aus mit den Wohngebieten? Die sind fast voll. Die Gewerbegebiete kommen gerade nicht ganz nach. Das heißt, hier werden noch ein paar Büros entstehen. So. Mal ein bisschen was. Da drüben ist jetzt nämlich auch fast alles voll mit Büros. Hier überall Büros, 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 überall Büros. Und wir brauchen immer noch mehr. Wie schaut es da drüben aus? Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, das ist sehr schön. Der Stau, der wird auch nicht größer. Das ist auch sehr schön. Wie schaut es eigentlich aus mit... Ja, okay, die Züge, die gehen noch. Hier mit der Bahn, das gefällt mir auch nicht. Und hier müssten wir auch irgendwie nach oben kommen mit den Gleisen. Ich glaube, die habe ich bis jetzt noch nicht so weit gesetzt. Nein, die sind bloß bis da. Die Frage ist gerade... Ich habe hier gerade den Überblick verloren. Also eins geht da runter. Also eins geht da runter. Dann habe ich die andere Bahn für da drüben reserviert. Das andere Gleis. Das andere Gleis habe ich für da drüben. Dann hätten wir da zwei. Das ist das Touristengleis. Hier, das ist klar. Dann haben wir hier wieder zwei. Für was habe ich die zwei reserviert? Weil das sind zwei. Dann machen wir einfach die zwei für das hier oben. Frage ist, wie verbinde ich das Ganze dann noch am besten? Wie verbinde ich das hier dann noch am besten? Ich könnte hier hingehen. Ja doch, ich gehe einfach bis dahin und verbinde das dann von hier aus. Ich hoffe, das funktioniert soweit alles. Zack. Dann hier, na. Ort ist bereits belegt. Ja, das ist sehr, sehr schön. Könntest du bitte... Ach so. Stimmt, der Ort, der ist ja schon belegt. Ja, dann komme ich mal hier hin und werde das mal so verbinden. Nämlich eine nach dahin und den anderen versuchen von hier irgendwo. Wir könnten das natürlich auch bloß in eine Richtung bauen. Dann ist die Richtung hier eigentlich schon ganz gut. Na, das wollte ich nicht. Weil dann können die Züge so hier nach oben gehen und dann hier von hier aus dann runtergehen. Das müsste eigentlich auch noch passen. Hab jetzt vergessen, dass da auch noch Straßen sind. Hier haben wir Müllprobleme. Hier brennt's, hier passt's. Hier kein einziges Symbol in der Gegend. Wow. Ist natürlich auch sehr, sehr schön. Wir sind jetzt mittlerweile bei 2 Millionen angelangt. Als Geld. Als Credits oder wie auch immer man das nennen möchte hier bei diesem Spiel. So, hier haben wir jetzt extrem Chaos. Hier drüben beim Kreisverkehr geht's noch. Hier drüben staut sich's auch wieder. Ist halt blöd, dass wir hier bloß eine Verbindungsstraße haben. Darum werde ich das Ganze hier ausbauen auf eine sechsspurige. Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, super. Ja, super. Das da kann ich nicht ausbauen, das da kann ich nicht ausbauen. Och, nee. Warum muss immer alles so kompliziert sein?
zack, zack. So, du hast dich verbunden. Dann kann hier wieder Büro hin und hier wieder das dahin. So, dann haben wir das jetzt auf eine sechsspurige Straße ausgebaut. Wie schaut es auf der anderen Seite mit Stau aus? Das geht noch. Aber hier drüben die Strecke, das ist ja unheimlich. Wo wollen die alle hin? Die kommen alle von oben. Und fahren nach unten. Muss man das verstehen? Auf jeden Fall hier entsteht langsam Stau. Weil auch alle auf der mittleren Spur fahren müssen. Warum müssen bitte alle auf der mittleren Spur fahren? Liebe Leute. Es gibt drei Spuren. Es gibt drei Spuren. Dankeschön, jetzt benutzt da auch welche die rechte Spur. Fahrt halt da, wo frei ist, nicht so, wie es sein müsste. Okay, jetzt geht's wieder ein bisschen. Ich fahre auf der rechten Spur. Beziehungsweise, nee, wenn ich sowieso auf der zweiten komme, dann bleibe ich auf der zweiten, das ist klar. Aber wenn auf der rechten nichts ist, dann fahre ich doch auf die rechte Spur. Ich fahre auf die rechte Spur, wenn frei ist. Nicht auf die mittlere. Halleluja. Stau, 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 überall Stau. Das Schöne ist, sobald wir hier abgeschlossen haben, müssen wir da nichts mehr dran ändern. Das heißt, die können im Stau stehen, solange sie möchten. Hier ploppen jetzt wieder überall solche Ich-bin-gestorben-Symbole auf. Das ist wieder blöd. Wir kommen einfach zu keiner neuen Bevölkerung. Wir brauchen 65.000 und haben jetzt in 30 Minuten 1.000 Bevölkerung hinzugewonnen. Was so überhaupt gar nichts ist, wenn man es genau nimmt. Ach, wie baue ich dann da oben weiter? Hat sich der Verkehr jetzt ein bisschen beruhigt? Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Hier müsste dann sowieso noch ein Kreisverkehr hinkommen. Habe ich jetzt natürlich versemmelt mit den Gleisen. Gleise brauche ich dann eh jetzt nicht, sondern erst später. So, hier ungefähr ein Kreisverkehr. Dann werde ich das hier noch schnell bauen. Und dann auch Schluss machen für die heutige Folge. Zack. Und hier drüben noch. Zack. Richtig rumdrehen. Und dann von hier aus noch eine Straße nach da unten. Das war die falsche Straße. Nämlich die Straße nach da unten. So. Dann sollte sich der Verkehr hier ein bisschen beruhigen. Ich finde das toll, dass ich das einfach nicht ausbauen kann, egal in welche Richtung. So, dann sollte sich der Verkehr hier ein bisschen beruhigen. Dann können die nämlich hier und da unten hin. Obwohl wahrscheinlich trotzdem alle da unten hinfahren möchten, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich werde dann jetzt doch noch ein bisschen überziehen, weil ich möchte hier gerne dieses Stück hier fertig bauen. So. Dann hier in die Kurve rein. Zack. Zack. Und von hier aus dann noch hier hin und na, dahin. So. Büros würde ich eigentlich gerne hier weiter hinsetzen. Aber hier außen rum könnte ich ja noch ein paar Büros setzen. An der Autobahn zu wohnen ist sowieso immer ein bisschen problematisch. So, das da ist Büro. Dann werden wir hier noch ein bisschen Wohngebiet hinzufügen.
Und danach war es das jetzt auch wirklich für die heutige Folge von City Skylines. Wahrscheinlich nehme ich jetzt wieder 10 Folgen am Stück auf, so wie ich mich kenne. Weil jetzt habe ich wieder gerade Zeit. Halleluja. So, hier sollten wir vielleicht auch noch ein Krematorium hinbauen irgendwo. Und da drüben auch. Komm schon, du hast da reingepasst. Bist du jetzt auf der Straße? Ja. Aber das sollte relativ egal sein. Wie schaut es denn aus mit Krankenhäusern? Moderat. Warum sterben hier immer alle? Durchschnittsgesundheit ist 65%. Das geht doch noch. Das geht doch noch. Was habt ihr denn alle? Was habt ihr denn immer alle? Kann ich da noch... So, ich werde hier jetzt noch ein Krankenhaus hinbauen. Ob das was hilft, ich weiß es nicht. Der Verkehr, der wird auch immer schlimmer. So langsam fangen so richtig die Probleme an. Wir sind jetzt wieder bloß bei 55.000. Was ist hier bitte los? Liegt's am Lärm? Der Lärm ist hier groß, aber ist hier nicht. Also keine Erklärung mal hier für Strom. Wenn wir schon dabei sind. Nein, 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 nein. Das war's für die heutige Folge von City Skylines. In der nächsten Folge befassen wir uns mit den Problemen oder hoffen, sie wenigstens zu finden. Und wie immer gilt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie immer gilt, grüßlich, euer Mr. Kurzi.